Hallo Schätzeleins! Heute möchte ich mit euch meine Gedanken zum Thema Fake-Uhren teilen. Lohnt es sich, eine solche anzuschaffen? Ist es moralisch in Ordnung? Gefährdet es den Absatz der Marken? Nein, die Bilder im Hintergrund sind alle original. Bis auf eines. Wer erkennt den Fake? Bitte mit Begründung ab in die Kommentare. Aber vorher solltet ihr mich noch abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, und auf die Glocke klicken, Dankeschön. Eine Sache sollte jedem klar sein. Das, was die Fabriken in Fernost betreiben, ist absolut illegal. Sie verdienen Geld mit der Wertschöpfung anderer und der Humbug von wegen. Die Marken sollten sich geehrt fühlen. Dass man sie kopiert, ist ja vollkommen unhaltbar. Meine persönliche Einstellung zu diesem Thema hat sich stark gewandelt. Wenn man sich so intensiv mit Uhren und deren Herstellern auseinandersetzt wie ich, bekommt man eine ganz neue Sichtweise. Früher, als ich noch jung und hübsch war, okay, hübsch bin ich heute auch noch, da hatte ich natürlich nicht das Geld für eine Luxusuhr. Man hinterfragt den Kauf einer Fake-Uhr auch nicht so kritisch. Also kaufte ich mir in einem Spanienurlaub eine Breitling-Bentley-Kopie. Die war echt schlecht. Die Zeiger sind schon nach 3 Wochen abgefallen. Das Wissen, dass man gerade eine Fake-Uhr trägt, kann auch die beste Kopie der Welt nicht wettmachen. Mich persönlich hat das extrem gestört und mein Verlangen, irgendwann ein Original zu besitzen, wurde nur noch größer. Wenn ich heute sehe, wie viel Entwicklungsarbeit hinter einer Uhr steckt, so tut mir jede Kopie weh. Das ist so wie Kunstfälschung. Ein Bild zu kopieren ist keine Kunst, im wahrsten Sinne des Wortes. Der eigentliche Künstler hatte die Inspiration und die Idee, hat viel Liebe und Arbeit in sein Werk gesteckt. Eine Kopie davon anzufertigen bedarf nur des Talentes, sehr gut malen zu können. Eine Uhr zu kopieren ist zwar nicht ganz so einfach, aber eben auch ein seelenloses Unterfangen. Schadet denn eine Fake-Uhr jetzt den Herstellern? Hier bin ich tatsächlich zwiegespalten, zumindest was den finanziellen Schaden angeht. Die Branche hält sich da auch sehr bedeckt. Der jährliche Schaden weltweit durch Plagiate liegt bei schätzungsweise über 250 Milliarden Dollar. Dies gilt aber für alle Produkte, nicht nur für Luxusuhren. Während ich den Schaden bei Klamottenherstellern definitiv sehe, denke ich bei Luxusuhren etwas anders. Jemand, der sich locker für 8000 Euro eine Rolex leisten könnte, würde niemals einen Fake kaufen. Wozu auch? Jemand, der sich dies nicht leisten kann und vermutlich nie leisten können wird, der kauft den Fake, geht mangels Kapitalkraft aber nicht als Kunde verloren. Ich glaube also, dass der tatsächliche wirtschaftliche Schaden gar nicht so hoch ist. Aber der Image-Schaden ist gewaltig, gerade bei besser gemachten Fakes. Denn mit Luxusuhren geht auch immer Seltenheit und Exklusivität einher. Wenn nun jeder Dödel mit einer Omega, Rolex, Breitling etc. rumläuft, hat die Uhr keine Exklusivität mehr. Wenn die Fake-Uhr dann, ohne sie als solche zu enthüllen, auch noch anderen Leuten gezeigt wird, die sich eine solche Uhr aber im Original leisten könnten, kann weiterer Schaden entstehen. Warum? Je nach Fake-Uhr ist die Qualität schlecht und dies wird dann mit der Originalmarke verbunden und später ein Kauf ausgeschlossen. Lohnt es sich überhaupt, eine Fake-Uhr zu kaufen? Für mich und meine Qualitätsansprüche sicher nicht. Es gibt schon einen Grund, warum die Uhren so günstig sind. Es gibt zum Beispiel Breitling-Fakes, da sind die Lünettenschrauben Dummies ohne Funktion. Bei anderen hat man das Gefühl, gleich bricht die Krone ab und so weiter. Es gibt viele Qualitätsmängel. Aber wenn jetzt manche sagen, es gibt aber auch Super-Fakes für 600 bis 1000 Euro. Ja, mag sein. Aber jetzt mal ehrlich, bevor ich so viel Geld in einen Fake investiere, da hole ich mir doch lieber eine tolle Uhr eines kleineren Herstellers und eben keinen Fake. Aber das ist sicher die Grundeinstellung, die nicht jeder zu diesem Thema hat. Ich schon. Darf man eine Fake-Uhr überhaupt kaufen oder aus dem Urlaubsland mitbringen? Laut meinen Recherchen und ohne Gewähr kann man im Urlaub pro Person Fakes im Wert von bis zu 430 Euro kaufen und einführen. Wenn man allerdings den Fake online irgendwo bestellt, kann es natürlich passieren, dass die Ware gar nicht existiert und man sein Geld nie wieder sieht. Aber möglich ist auch, dass der Zoll die Ware einkassiert. Dann ist man auch Geld und Urlos. Alles nicht so easy und ganz ehrlich, lasst die Finger davon. Unterstützt das nicht. Kauft mit dem Geld lieber Uhren von kleinen, neuen Brands oder spart ein bisschen länger. Gebt euch vielleicht mit einer Uhr zufrieden, die nicht ober-High-End ist. Es reicht doch auch, wenn sie ein gewisses Prestige besitzt. Es muss doch nicht immer die Rolex sein.
passt auch bei vermeintlichen Schnäppchen auf. Nur weil Box und Papiere dabei sind, heißt das nicht, dass die Uhr original ist. Wenn ihr wenig Ahnung von Marke und Modell habt, lasst lieber die Finger davon und kauft bei einem seriösen Händler. Denn stellt euch vor, eure lange ersparte Uhr stellt sich später als Fake heraus. Ich habe mir noch zwei Statements von zwei anderen Uhrenkanälen geholt. Manche werden sie schon kennen, einmal vom Flo unter Flomp89 hier auf YouTube zu finden und einmal vom Konstantin vom Kanal Mr. B. Das denken die beiden über Fakes. Hallo zusammen, hallo Markus, hallo Konstantin. Der Markus hat mich gebeten, ich soll doch mal kurz sagen, was ich von Fake Watches halte. Ja, das sage ich jetzt. Nicht wundern, das Video ist sehr spontan. Die Sonne blendet wie Sau und der Wind kann gegebenenfalls das eine oder andere Mal durch die Haare gehen. Übrigens, schöne Umgebung hier im Hintergrund. So, haben wir auch das abgehandelt. Von Fake Watches halte ich persönlich gar nicht. Das liegt daran, ich finde, Fake Watches machen den Uhrenmarkt, Uhrenmarken und auch die Sammlergemeinde so ein bisschen kaputt. Wer Uhren will, wo eine gewisse Marke draufsteht, muss auch bereit dafür sein, den Preis zu zahlen, den eben unter anderem auch das Marketing erfordert, weswegen diese Uhren ja auch unter anderem relativ teuer sind oft. Und wer das nicht möchte und wem es nur ums Design und um eine gute, wertige Uhr geht, für den gibt es genug kleinere Marken, die auch Hommagen machen, die an die Designs der bekannten Marken angelehnt sind, sodass da eigentlich niemand groß benachteiligt wird. So viel von mir zu diesem Thema. Viele Grüße an euch alle und bis bald. Ciao. Hallo zusammen. Hallo Markus, hallo Flo. Ach nein, Markus Kanal. Hallo ihr lieben Schätzeleins. Der Markus hat mich um meine Meinung von Fake-Uhren gebeten oder über Fake-Uhren gebeten. Ganz kurz, Rolex, es gibt 904er Stahl, Laserkrone, identische Gehäusedimensionen plus dann noch nachgebaute Werke, die sogar das Klingeln vom Rolex-Werk, was man hört, simulieren. Das in Kombination mit Original-Box und gefakten Papieren, die ebenfalls sehr gut sind, macht es für den Endverbraucher einfach schwer, hier echt und original, Fake und Original zu unterscheiden. Und da hört für mich einfach der Spaß auf. Stellt euch vor, ihr kauft euch das und verkauft es vielleicht noch weiter und merkt nicht, dass es ein Fake war. Da werdet nicht nur eine Uhrenindustrie geschädigt, sondern auch ihr und ich und absolutes No-Go. Also, meine Meinung dazu, ich gebe zurück an den Markus. Sage Goodbye und auf Wiedersehen. Haut rein, Jungs. Macht's gut. Ciao. Kommen wir zum Fazit. Ja, es gibt Fakes, die sind sehr gut. Das Original bleibt aber immer unerreicht, denn Fakt ist, egal wie gut die Kopie ist, es ist kein Original. Ich würde mich mit dem Fake am Arm nicht gut fühlen. Manchen interessiert das nicht. Es gibt unter den Fake-Trägern zwei Fraktionen. Die einen, die eine Kopie tragen und direkt zugeben, dass es eine ist, weil man sich das Original nicht leisten kann. Für die besteht noch Hoffnung und ich glaube, wenn irgendwie irgendwann die Möglichkeit besteht, sich finanziell ein Original zu leisten, wird man dies tun. Ich bin mir sicher, dass diese Art von Person auch der Branche nicht wirklich schadet. Und es gibt die Schaumschläger, die nie zugeben würden, dass die Uhr ein Fake ist, die damit protzen möchten und trotzdem kein Geld haben, sich das Original zu leisten. Die schaden der Branche meiner Meinung nach erheblich und sollten ihr Handeln hinterfragen. Grundsätzlich bin ich generell dagegen, egal ob man es zugibt oder nicht, sich eine Fake-Uhr zu kaufen. Man unterstützt damit kriminelle Organisationen. Ich finde auch die 430-Euro-Grenze bei der Einfuhr mehr als fragwürdig. Wenn es die tatsächlich gibt, ihr könnt mir dies ja mal in die Kommentare schreiben, dann bekommt das Fake-Kaufen ja eine Art Legitimität, denn ich darf ja bis 430 Euro kaufen. Nicht gut. Wenn man ein wirklicher Uhrenliebhaber ist, dann kann man mit seinem Gewissen nicht wirklich mit einer Kopie leben. Gerade teure Uhren mit eigenen Manufakturwerken sind unerreicht und es wird vermutlich nie Faker geben, die auch nur im Ansatz mit der Qualität solcher Werke mithalten können. Und nochmal, bevor ihr Geld in Fake-Uhren versenkt, schaut euch auf dem Markt um, denn es gibt Top-Uhren für wenig Geld. Seiko baut seit Anbeginn Uhren mit eigenen Manufakturwerken und die gibt es schon für unter 100 Euro. Ein guter Fake kostet 400 bis 500 Euro. Dafür gibt es wirklich schon super Uhren. Tragt die Uhr, die ihr euch leisten könnt, mit Stolz. Jemand, der euch wegen einer günstigeren Uhr als der seinen belächelt, hat doch selbst gigantische Minderwertigkeitskomplexe. Ich freue mich über alle Uhren und ich freue mich auch mit ihren stolzen Trägern, selbst wenn es eine Uhr für unter 100 Euro ist. Aber mechanisch sollte sie schon sein, gell? So ihr Lieben, das war es von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch eine interessante Sichtweise auf Fake-Uhren gegeben. Wenn dem so war, dann lasst mir doch ein Like da und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.